Was kann ich für euch tun, Ritter? Eure Pflichten warten auf euch. Zunächst habt ihr euch jedoch eine Beförderung verdient. Ihr habt euch eine Beförderung verdient. Aufgrund hervorragender Leistungen ernenne ich euch hiermit zum Gesellen der Kämpfergilde. Ihr werdet in Koroll gebraucht. Meldet euch bei Vilena Danton. Sie hat mehrere Aufgaben für euch. Bitte, los schon. Auf Wiedersehen. Kelt von den Inseln, Wächter der Kämpfergilde. Wie ich diesen Rang erreicht habe, fragt ihr? Nur Geduld, Vorsicht. Steter Tropfen höhlt den Stein, hat mein Vater immer gesagt. Sorglose Kämpfer bekommen am Schluss Sonntagskleidung und eine Kiste. Ich nicht. Ich habe mich hier niedergelassen. Schöner Ort. Ein bisschen lahm, aber das passt mir ganz gut. Burz Grokasch ist manchmal ein echter Bär, aber meine Haut ist dick. Das macht mir nichts aus. Kühnaret verlieh die Stiefel des Kreuzritters einem würdigen Ritter. Gut zu hören, dass wieder jemand für die Sache eintritt. Bitte, los schon. Schönen Tag. Ich bin der Meister der Kämpfergilde Modrin Orain. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Die Brüder Odil sollten es besser wissen. Überlasst solche Probleme lieber der Stadtwache. Dafür wird sie schließlich bezahlt. Die Brüder Odil sagen, merkwürdige Kreaturen würden ihren Hof angreifen. Sind alleine los, um sie aufzuhalten. Ihr armer Vater ist krank vor Sorge. Es heißt, jemand habe endlich Fürst Vlindrels Schatten die ewige Ruhe geschenkt. Das ist gut. Er ist zu lange in diesen Hügeln umgegangen. Ich bedauere. Ihr seid noch nicht bereit für eine Beförderung. Erfüllt weiterhin eure Aufträge und Pflichten gut, dann sehen wir weiter. Seht euch vor. Nicht wirklich. Dank Akatosh ist die Oblivion-Krise überwunden. Schönen Tag. Mir ist klar, dass Vilena Vitellus im Kopf hat, aber sie lässt Viranus verkommen, wenn sie ihn aus den echten Kämpfen heraushält. Lebt wohl. Es könnte schlimmer sein. Und es wird wohl noch schlimmer. Ich bin kurz grober Rott. Was kann ich für euch tun? Ich war letzte Woche in Chardinal und bin mir sicher, dass ich Reinald Yemane dort gesehen habe. Allerdings tat er so, als ob er mich nicht kennen würde. Auch hier. Wie geht es euch? Seid gegrüßt. Ich sehe schon, ihr kümmert euch um Arbeit. Das ist ja ganz toll. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ihr einige Verpflichtungen für eure Gilde übernehmt. Wenn es um Aufträge geht, meldet euch bei Azan in Anvil oder Burz Grokasch in Chardinal. Ich war letzte Woche in Chardinal und bin mir sicher, dass ich Reinald Yemane dort gesehen habe. Wir sind eine Bruderschaft, eine Familie. Was einen von uns betrifft, betrifft uns alle. Kämpfen, Trunkenheit, Vernachlässigung von Verpflichtungen werden nicht toleriert. Ich will, dass ihr mit Modrin Orain sprecht. Er wird euch Aufgaben zuteilen, die gerade anhängig sind. Viel Glück! Für den Moment wird sich Modrin Orain um eure Aufgabenzuteilung kümmern. Bitte sprecht mit ihm. Geht dorthin. Bereit für den Einsatz? Was wünscht ihr? Ich schätze, ihr sucht eine Aufgabe, hm? Es gibt Arbeit. Schön, ich werde langsam sprechen, damit ihr mitkommt. Also, ich möchte, dass ihr mit Maglir Kontakt aufnehmt.
Er ist ein Bruder der Kämpfergilde, aber er hat einen Auftrag nicht ausgeführt. Das können wir nicht zulassen. Da sehen wir alle schlecht aus. Er hat einen Auftrag in Skingrad nicht zu Ende gebracht. Das sollte mich eigentlich nicht überraschen. Er ist unerfahren, so wie ihr. Geht und findet heraus, was mit ihm los ist. Ja, Maglia, findet ihn. Findet heraus, weshalb er nichts getan hat. Ich schwöre, dass ich schon Dinge unter meinen Stiefeln gefunden habe, die schlauer waren als ihr. Steht nicht nur so rum. Bewegt euch. Wie ist das werte Befinden? Ihr wart Martins Freund, nicht wahr? Ihr könnt euch glücklich schätzen, ihn gekannt zu haben. Graf Skingrad hat mein ganzes Leben lang hier geherrscht. Die Grafschaft ist ruhig und wohlhabend. In vergangenen Zeiten waren die kolovianischen Ländereien immer in irgendwelche Kriege oder Aufstände verwickelt. Aber das gehört der fernen Vergangenheit an. Es heißt, Kynaret habe die Stiefel des Kreuzritters jemandem verliehen. Kaum vorstellbar, was er durchgemacht haben muss, um sie zu erhalten. Er ist hier irgendwo, treibt sich schon seit Tagen hier herum. Wenigstens macht er keinen Ärger. Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Auf Wiedersehen. Was? Was gibt es, Bruder? Sie haben dich geschickt, mich zu finden? Ich bin Maglia. Was wünscht ihr? Nicht erfüllt? Ich schätze schon. Für diese Aufgabe werde ich nicht gut genug bezahlt. Ich sollte das Tagebuch von Brennus Astis suchen. Das war meine Aufgabe. Sie sagen, das war in der Fallfelshöhle. Seid ihr jemals dort drin gewesen? Das ist mehr, als ich erwartet hatte. Ich gehe nicht zurück. Nicht für so wenig Geld. Wenn es euch so viel bedeutet, geht los und sucht selbst. Das ist euer Auftrag. Das ist das Geld nicht wert, was die Kämpfergilde euch zahlt. Ich muss an meine Familie denken. Erzählt weiter. Was auch immer. Hallo. Ich bin Else Gotthasser. Ja, ich hasse die Götter. Alle Götter. Die können mich alle mal kreuzweise. Und wenn euch das nicht passt, könnt ihr mich auch kreuzweise. Fragt mich, was ich über Kapellen, Beten, die neuen Göttlichen denke. Geht nur, fragt mich. Die Götter tun gar nichts. Gibt es sie überhaupt? Woher soll man das wissen? Dedra-Fürsten, klar, die existieren, die tun was. Schlimme Dinge, meistens. Aber eben Dinge, die man sehen kann. Die Götter, die tun gar nichts. Also warum bauen wir große Kapellen und sitzen herum und murmeln und bitten sie, uns vor diesem oder jenem zu retten? Das ist doch bescheuert. Und Kapellen und Priester und Leute, die auf den Knien rumrutschen, sind auch bescheuert. Fragt mich. Tja, gut, es ist mir auch völlig egal. Ich habe einfach genug von dem Göttergequatsche. Man könnte genauso gut zu Steinen oder Laternenpfählen beten. Vorhin habe ich Uga Kramoga gesehen. Zumindest glaube ich, sie war es. Vielleicht war es auch ihre Schwester. Wiedersehen.
Wer ist da? Ich wärme mich gerade erst auf. Nicht sterben! Ihr bewegt mich!
schlupfen. Wow! Ah! Ho! Wow! Wow!
Ihr seid immer noch hier? Ich habe euch doch erzählt, warum ich den Auftrag nicht erfüllt habe. Es gibt nicht viel mehr dazu zu sagen. Tut, was ihr tun müsst. Eure Suche war erfolgreich, hm? Gute Arbeit, schätze ich. Gut, dann geht zurück zu Orain. Er kann euch euren Lohn für den Auftrag geben. Erzählt ihm über mich, was ihr wollt. Danke. Ich möchte mich nicht von meiner Verpflichtung drücken. Aber früher wurden 2 oder 3 Männer auf Missionen geschickt. Ich mag die Gilde, aber ich muss auch an meine Familie denken. Was auch immer. Ihr seid immer noch... Eure Suche war erfolgreich. Mir ist klar, dass Verpflichtungen wichtig sind. Versteht mich nicht falsch. Für diese Aufgabe sollte mehr als ein Mann vorgesehen sein und ich muss an meine Familie denken. Sie geht vor. Was auch immer. Meine Kinder hungern. Bitte helft mir. Der Nachfrage. Gut für euch. Jeder möchte wissen, was sich im Tempel... Warum sprecht ihr mit mir? Solltet ihr nicht Maglir aufspüren? Also, ich nehme an, ihr habt schon mit Maglir zu tun gehabt. Erzählt mir, warum er seinen Auftrag nicht erledigt hat. Ihr habt das Tagebuch. Gut. Also,
Was ist in Skingrad passiert? Ihr habt das getan? Ich werde mir Maglier bald vornehmen. Ich brauche keinen Feigling, der auf einen anderen Feigling aufpasst. Wie dem auch sei. Wenigstens ist die Arbeit erledigt. Hier ist euer Lohn. Schönen Tag. Warum spricht... Ihr habt das... Er hat das nicht getan? Das gefällt mir gar nicht. Gar nicht gut. Na, wie dem auch sei. Wenigstens ist die Arbeit erledigt. Hoffen wir mal, dass euer Freund Maglier seine Lektion gelernt hat. Geht dorthin. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Ich kann euch viel zeigen. Rüstung, Waffen, ich habe alles. Ein gutes Geschäft. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Ein guter Preis für einen guten Kunden. Das ist mehr. Ein gutes Geschäft. Kommt wieder und kauft bei mir ein. Schönen Tag. Habt ihr etwas aus den anderen Provinzen gehört? Ich möchte nicht darüber sprechen. Schönen Tag. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Lebt wohl. Ist mir ein Vergnügen. Fahrt fort. Macht einfach eure Arbeit. Wieder zurück, hm? Geht dorthin. Wie geht es euch? Schön. Hondita heiße ich. Ich bin Jäger und ein Mann der Berge. Ich kann euch viel zeigen. Ich kann euch... Wissen ist der Schlüssel. Ich bin bereit... Gut, dass ihr euch verbessern wollt. Ich hoffe... Lebt wohl. Oh, hallo. Grüße. Der Ältestenrat wird sicher einen Weg finden, das Kaiserreich zusammenzuhalten. Zumindest ist die Oblivion-Invasion. Ist mir ein Vergnügen. Ich kann euch ein...
Ihr müsst noch viel lernen. Schönen Tag. Guten Morgen. Habt ihr die seltsamen Geräusche gehört, die aus dem Haus von Olga Delett ringen? Neulich des Nachts kam es mir vor, als hätte ich etwas gehört. Soll mir aber egal sein. Es war mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Ich bin bereit zum Lehren, wenn ihr bereit zum Lernen seid. Lebt wohl. Jeder nennt mich Stan den Hässlichen. Lebt wohl. Victis, Kämpfergilde. Wissen ist Macht. Geht und fügt irgendetwas Schmerzen zu. Schönen Tag. Ich kann fast alles reparieren. Seht euch vor. Es ist mir eine Ehre, mit dem Meister von Cerodil zu sprechen. Ich kann euch viel zeigen. Auf Wiedersehen. Ich grüße euch. Ist mir ein Vergnügen. Gut, dass ihr euch verbessern wolltet. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Ich kann euch viel zeigen. Gut, dass ich... Mal sehen, ob... Ich kann euch viel... Ich bin bereit... Passt auf und ihr könnt viel lernen. Auf Wiedersehen. Ja? Seid gegrüßt, Khajiit.